So, und willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Yo, wir machen gleich im Anschluss zum letzten Part weiter. Und wir fahren jetzt zu Love Fist. Denn Love Fist hat ja jetzt seine Security und jetzt kann Love Fist Love Fist sein. Und weil wir cool sind, springen wir runter. Hallo. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Okay. Wem soll ich steif halten? Nein. Siehste, und der hat sich sogar noch bedankt. Das nette Menschenkind. So, wir wollen nochmal einen neuen Anzug haben. Dankeschön, wiedersehen. Und auf zu Love Fist. Wir wollen ja noch schließlich ihr Konzert anhören, nicht wahr? Bumm. So steigt man ab. Die PR-Tour. Tommy, man, that psycho's back. Och, nö. What's going on? That psycho won't leave Love Fist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah. The thing is. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Shell me, I need my mom. We're all breaking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Okay, jetzt sind wir also ein Limo-Fahrer. In einer Limo. Oh, es regnet. Schön. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. No fist. Your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big airy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. Okay, ich glaube, das wird nichts mit der Bahn. Just keep the pedal to the metal. Gotta find it, Bob. Can't we just drive around all day? Okay, der Vorteil jetzt für euch ist, ihr könnt euch unten auf den Text konzentrieren, während ich aufs Fahren konzentrieren muss. Ich glaube, ich habe mir das niemals durchgelesen. So, wir dürfen ja nicht langsamer werden. Jetzt haben wir ein Problem. Immer wenn ich Musik mache. Keep driving fast, pal. Somebody do something. I clever. Somebody do something. Wir sollten ja auf der Straße bleiben, wo wir freie Fahrt haben können. Okay, tough guy, you do something. Wolfie, I play a musical instrument. I have a clue about Bob disposal. Well, he could just suck the boomshine out with a straw. I have heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. I a straw? This is a Love Fist tour bus. I'm gonna get a straw pick, if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this your green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing just in the cards, oh, it looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big screaming girl. Aye, shut it and pull a wire. Which wire? I need to be that kind. No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Bomb and Chef! Rock and roll, man! Then we got a kick to go to! A racket to make! Groupies to abuse! Love Fist! Have you finished with our ball? Chauffieren Love Fist, sehen Auftritt. Gut, haben wir dieses Problem auch gelöst. Die Bombe ist entschärft, der Irre hatte keine Chance, Love Fist zu kriegen. Doch nicht. Aber auch zu ihrem Gig. Mach mal ein bisschen was ich sehe. Sonst kommt Copy White. Das ist doof. Dann. Jetzt geht's doch.
We thought we'd show you our temple of rock. Yeah, feel for the love fish, please. Listen to yourself, man. It's paper mache and gaffety. Hey, to the kids, it's a temple, and we are the priests. I will. If the kids like the tapes. Priests have cut and going there, who might they argue? What? Tapes getting chewed up again? This rate will never get a play alive. Oh, shite. My bowels. I forgot to go on with this show. Thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye. Frisst das Ding noch einfach mal mit Tape. Mission erfüllt, 8000 Ocken. Damn, damn, damn. Damn, you stepped on my son. Gut, jetzt müssen wir erstmal wieder auf den Anruf warten. Mit einer Mission drin. Ach nee, jetzt müssen wir erstmal Anwesen kaufen, stimmt. Wir haben ja genug Geld. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, jetzt müssen wir ein paar Anwesen kaufen tun. Also jetzt nicht Häuser, sondern Geschäfte. Da gibt es dann auch Missionen. Und was holen wir uns denn als erstes? Ich würde mal sagen, wir holen uns als erstes das Taxi. Das Taxi. Das ist eine gute Investition. Und eine gute Prostitution. Das holen wir uns, glaube ich, erstmal. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Lila haust du. Mann, aus dem Weg, ich habe eine Limo, du Bitch. Was willst du mit deinem Popel-Auto tun? Ach ja, mein Lieblingsgang. So, da werden wir auch schon. Und einmal Tabitab. Kaufmann-Taxis. Hallo, ich habe euch gekauft. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Oh. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management team. Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Okay. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Auf die Brille getatscht. Gut, dann machen wir jetzt halt Taxi-Mission. Taxiunternehmen gekauft. Für schlappe 40.000 Euro. Bitte geh nicht weiter, ich muss kurz putzen. Du gehst natürlich weiter, du bist so unsicher zu mir. Und die Brille wird natürlich noch dreckiger, wenn sie putzt. Logisch, logisch. Ja, wir speichern. Wir speichern erstmal. Also, ich habe beim letzten Mal nicht gespeichert und naja. Aber hier kann man Spiele spielen, oder? Nee, mal. Nee, kann man doch nicht. Kann man erst in San Andreas. Na gut, dann machen wir erstmal den Taxi. Nein, ich hab kein... Jetzt rufen sie alle. Okay, we got a high-class fare and he's picking up from Starfish Island. Any takers? I'm in here, I'll take it. Oh. Da war der Agathe Bauer Song. Du musst besoffen bestellen. Okay, wir müssen einen FIP abholen. Ein very nicht so important person. Und wir machen heute mal Wave 103 Radio an aus Langeweile. Und arbeiten jetzt als ehrlicher Taximensch. Ja, ja, wir haben unser Gangleben jetzt hinter uns gelassen und sind Taxifahrer. Mann, du Wichser! Gut. Holen wir doch mal Mr. VIP ab und wechseln doch Böbe. Radesender. Also mal, wie fahrt ihr denn heute alle? Wie die bekloppen? Ob da alle hier drum? Scheiße, wir müssen uns ranhalten. Oh Jungs, ich bin wichtiger als ihr. Ihr könnt doch nicht einfach fahren. Komm mal raus hier, du Penner.
Ja, glaube ich auch nicht, mein Süßer. Das glaube ich nicht, du Konkurrenztyp. Mein Taxi ist nämlich schneller als deins. Und um sie richtig zu bedrohen. Ja, mit dieser Maus zielen ist echt schön. Da kriegt man AIDS von. Gut, wir müssen die aufhalten, bevor eine Kunden ausgeliefert hat. Aber spätestens wenn er raucht, also wenn das Auto raucht, steigt der Typ aus. Jedenfalls steigen sie bei mir aus, wenn das Auto raucht. Komm her, du Fixer. Er darf nicht vor mir zum Flughafen gelangen. Nö, ich doch nicht. Bring die VIP zum Flughafen. Um die VIP ist das nicht. Mann. Guck mal, da rennt der Vetter hinter mir her. Die Lusche. Die kleine Lusche. Pff, jetzt brennt die kleine Lusche auch noch. Jetzt ist sie gestorben, die kleine Lusche. Kleine Lusche. Geh doch bitte unter die Dusche. Hinter dem Shirt liegt eine Pumpgun. Und wir haben unseren ersten Typen abgeliefert. Am Airport. Jetzt 10.000 Waffen fallen raus. Oh, nur 1.000 Euro. Dollar. Hab ich auf Euro. Und wollte erstmal die Pumpgun. Weil ich Pumpguns mag. Außer die. Two minutes to midnight. Aber ich mache jetzt erstmal einen kleinen Hut und wir sehen uns im nächsten Part weiter von GTA Vice City. Ciao.